So, in der letzten Saison 2 Auswärtssiege, insgesamt jetzt schon 3 nach 3 Auswärtsspielen. Was ist da los? Man sieht einfach den Aufwärtstrend und wie auswärtsschwach wir letzte Saison leider waren. Du hast dich die letzte Woche gegen Münster geärgert, weil du im Endeffekt nur ein Tor vorbereitet hast, keins geschossen hast. Heute haben wir dich wieder hier als Torschützin im Gespräch. 3-1 war natürlich genau zum richtigen Zeitpunkt in Unterzahl. Wie ist das Spiel aus deiner Sicht gelaufen? Ja, ich denke, dass Burghausen sehr gut dagegen gehalten hat, dass die hier mit alle Mann nach vorne gegangen sind, angegriffen haben und wir das gut verteidigt haben und dann in den richtigen Zeitpunkt unsere Tore gemacht haben. Nach dem 1-0 haben wir endlich angefangen, unser Spiel denen aufzudrücken und dann haben wir halt auch verdient die Tore gemacht. Hat der angolanische Nationaltrainer schon wieder angerufen nach deiner Torserie jetzt? Nee, noch nicht, aber alles zu seiner Zeit. Jetzt die Tabellenführung zurückerobert, noch immer ungeschlagen. Du hast selber davon gesprochen, wir haben uns weiterentwickelt. Diese Gnadenlosigkeit, die Torchancen eiskalt auszunutzen, ist das, was uns im Moment auszeichnet? Ja, natürlich. Wir lassen auch sehr wenig Chancen zu. Und aus der kompakten Defensive sind wir halt individuell vorne sehr gut. Ich denke, dass wir die entscheidenden Dinger dann machen, wenn man sieht, beim Tor vom Tobi wieder da 2-3 Leute stehen lässt. Und ich denke, dass das uns halt auszeichnet, dass wir defensiv gute Leute haben und offensiv dann immer für ein Tor gut sind. Eine schwierige Situation war vor der ersten gelben Karte für Nico Herzig. Aus meiner Sicht ein klares Handspiel im Burghausener Strafraum beim Kopfverduell gegen genau. Dich. Wie hast du das gesehen? Ich sehe es auch so und ich spreche auch mit dem Spieler und er sagt, ja, es war Hand, zwar nicht absichtlich, aber es war Hand. Im Gegenzug kriegt der Nico da, wird gegen den gepfiffen und sage auch zum Schiri, vorhin pfeifst du es nicht und hier pfeifst du jetzt gegen uns. Und er meint, ja, ist halt nun mal leider so. Ne? Das hat er anscheinend nicht gesehen und kann man jetzt halt leider nicht ändern. Jetzt geht's über 500 Kilometer nach Hause nach Wiesbaden. Schon wieder mit einem Sieg im Gepäck. Ich wünsche eine gute Rückreise. Dankeschön.